So, hallo und herzlich willkommen zu dem 90. Ich weiß es nicht, 90. Let's Play oder war das schon? Naja, jedenfalls willkommen zu dem nächsten Let's Play von Minecraft. Ist jetzt eine Weile her, als ich das letzte Let's Play gemacht habe. Und wir waren ja relativ weit. Ich muss mich gerade mal entsinnen, wo wir waren. Wir haben da oben ja was gebaut. Wollte ich jetzt irgendwas holen? Steine habe ich. Hallo, stimmt ja. Ja, der war ja auch noch da. Und übrigens, ich spiele gerade hundertprozentig ohne Mods. Das bedeutet, die Welt läuft trotzdem. Das ist das Gute. Und zwar, der einzige Mod, wo es jetzt abkacken würde, der ist in dieser Kiste. Das ist diese Flinte, die ich habe. Oder wie das Teil heißt. Muskete. Die habe ich extra in diese Kiste gemacht. Und da ist sonst eh nichts drin. Ansonsten kann ich überall drauf zugreifen und dann funktioniert die Welt auch ohne Mods. Das ist ganz praktisch. Und jetzt muss ich mal gerade gucken, was ich machen wollte. Ich habe mir nämlich das alte Let's Play nicht angeschaut. Wollte ich vielleicht noch Stein holen? Cobblestone oder so? Genau, das könnte sein. Nein! Ah, jetzt habe ich auf die Kiste geklickt aus Reflex. Naja, bis gleich. So, hier bin ich jetzt wieder. Und ich habe gerade gesehen, das ist das 92. schon. Oder wie mich jetzt vertan, das war schon. Ne, 92. habe ich schon. 92? Ach, keine Ahnung. Es ist Ü90. Das Ü90. Let's Play. Und ja, an sich, ich wundere mich gerade, warum ich hier gerade runter bin. Das habe ich. Ich wette, ich hätte es in dem. Oder hab's in den letzten Let's Play erwähnt. Und jetzt habe ich voll Fisch vergessen. Wollte vielleicht noch irgendwas einsammeln. Also hier war ja nix. Kölbig. Ich glaube nicht. Gut, dann fahren wir jetzt. Ja, uns setzt erst ein Holzblock dahin. Genau so was gemeint. Ich glaube, oder wollte ich vielleicht einfach nur mein Inventar säubern? Also mal das ganze Zeug hier rausmachen, was ich gerade nicht brauche. Das kann natürlich auch sein. Aber ich habe ja nichts dabei, was ich nicht brauche an sich. Naja, dunkel, Time Day. Achso, ja, okay, Singleplayer Commands, die habe ich nur drauf. Aber ansonsten, ich habe auch kein Too Many Items, glaube ich. Oh, nö, ploppt nicht auf, habe ich auch nicht drauf. Ich glaube, nur Singleplayer Commands habe ich jetzt drauf. Diesen Waffenmod werde ich nur drauf machen. Und ja. Jetzt können wir schon mal schön. Yo, diese Smooth Camera, die ich auch bei Apo Story benutze, die macht man mit F8 an. Das werde ich immer noch oft gefragt. Einfach F8 drücken und dann habt ihr diese Smooth Camera hier so. Ja, und dann kann man so richtig gechillt Minecraft spielen. So, machen wir wieder aus. Und Display wieder an. Also, das hat. Übrigens, das hat habe ich bei Apocalyptica Story nicht ausgeblendet. Da ist einfach ein schwarzer Balken davor. Also, was, ey, wie, wow, ey, nee. Hallo? So, und das jetzt, ging da sonst immer. Jetzt aber hier. Hat das sonst auch immer geklappt? Das kann ja nicht auf einmal fehlen. Ich habe da so viel Zeit reingesteckt. Ja, komm schon. Ja, und jetzt geht's auch. Nun gut. Was daran jetzt gelegen hat, weiß ich nicht. Aber egal, achso, ihr habt ja mir auch gesagt, das kann ich hier stehen lassen. Also, ja, kein Problem. So, wir sind ja hier so weit gekommen und haben das ja alles hier gemacht. Jetzt bauen wir mal die Türme, würde ich sagen. Die haben wir jetzt schon am Grundriss so weit erstellt. Ja, und dann machen wir die doch jetzt mal. Gut, übrigens, oh mein Gott, das hat mich ja so gefreut, ich habe mich so geehrt gefühlt. Kronk höchstpersönlich. Ja, der Kronk, der offizielle Kronk, dieser Kronk, ihr kennt ihn, 160.000 Abonnenten, der hat Apocalyptica Story zu seinen Favoriten, nee, beziehungsweise zu seinen heimlichen Let's Play Vorschlägen, oder wie hat er das genannt? Ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf. Die hat er da hinzugefügt und, Alter, hab ich mich gefreut, ehrlich. Ja, die hat er da hinzugefügt und daher sind auch noch viele Leute darauf aufmerksam geworden. Und das ist ja so eine Ehre, Alter. Kronk höchstpersönlich hat diese Videos gesehen und hinzugefügt und was weiß ich. Oh, hab ich mich gefreut, ehrlich. Ja, und da kam gestern, habe ich, glaube ich, exakt sogar. Ach komm, rein. Ich glaube, exakt 100 Abonnenten, also ich glaube 98 und 99 waren, habe ich an dem Tag bekommen. Und Alter, ist das heftig, oder? Ich habe mich so gefreut, ehrlich.
Das Kronk höchstpersönlich, der Kronk hat das gesehen und so. Naja. Gut, ja. Falls er das sieht. Was ich jetzt nicht glaube, ich denke nicht, er verfolgt meine Let's Plays. Das wäre eine Wunschvorstellung, aber wenn er das sieht, zufällig so, Dankeschön, Kronk. Nun gut, so, ja, ich denke, höher sollten die Türme jetzt auch nicht gebaut werden. Autsch. Sonst, ja, kann sein, dass das am oben an dem Himmelsrand da dran stößt. Und das wollen wir natürlich vermeiden. So. Hier noch Steine nehmen. Lalala. Was ist, gibt es denn Schöneres als zu bauen? Vor allem, wenn man es nicht kann. Warte, das war da hinten anders, oder? Achso, hier noch. Genau. So, wie war denn das? Wie hoch? Also, es ist 1, 2, 3, 4 Steine zähle ich. Also, genau, den darf ich nicht mitzählen. Also, ich glaube da noch einen drauf, wenn ich hier diese Reihe fertig habe. Hoffe ich doch jetzt mal. Nicht, muss ich nachzählen. Ich habe irgendwas im Hals. Kann sein, dass ich gleich husten muss. So. Ich glaube... Ja, das waren eins höher. Hier sind es 3 und da sind es 4. Gut, also eine Reihe höher. Und dann haben wir das geschafft. Gut, okay, der Cleanstone geht doch ganz schön gut weg, merke ich gerade. Nicht so, wie ihr hofft, dass es doch ziemlich lang reicht. Geht doch schneller weg, als ich erwartet habe. So, war das jetzt richtig? Das sieht ein bisschen unsymmetrisch aus. Jedenfalls hier das Holz meine ich. Aber egal. Lassen wir erstmal so. So. Ungefähr so. Muss nicht hübsch werden. Das darf es, aber muss es nicht. Machen wir das natürlich hier auch. Und ja, Leitern bräuchte ich ja noch, um da auch hochzukommen. Das wäre natürlich von Vorteil. So, 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 so. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Und zum anderen, ach, viel, viel Stress. Ich hatte viel zu tun. Gestern zum Beispiel, okay, was heißt zu tun? Also gestern zum Beispiel war ich den ganzen Tag weg. War ich angeln mit Kumpels und so. Ihr kennt die Geschichten. Aber da nimmt man sich dann halt schon ein bisschen Freizeit. Auch jetzt neben dem Let's Play-Leben. Ich meine, ich führe ja auch ein privates Leben. Man möge es mir glauben. Und, naja, es sind halt Ferien und da macht man halt öfters mal was. Und daher hatte ich diese letzte Woche nicht mehr so viel Zeit für Let's Plays, weil dann auch andere Sachen noch dazu kamen. Und deswegen auch keine Apokalyptiker Story. Aber nehmt es mir nicht übel, nächste Woche kommt es wieder ganz normal. Deswegen gab es ja auch die Entschädigung. Ich hoffe, da habt ihr euch ein bisschen gefreut. Übrigens kann es sein, ich glaube, es haben mehrere geschrieben, dass sie auf einmal bei der Apokalyptiker Story Map auf einmal gerannt sind. Das lag wahrscheinlich daran, dass ich noch SSP-Commands, dem Fly-Modus, anhatte, als ich die Welt zum Download angeboten habe. Das habe ich nämlich vergessen auszumachen. Also, glaube ich. Deswegen kann es sein, dass ihr da rennt. Aber ist ja nicht weiter schlimm, ich glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, wie sich das auswirkt, wenn man da keinen Mod anhat. Aber ich glaube, das hat keine großen Auswirkungen jetzt. Daher sollte das klappen. So, letzter Turm. Ja, Leute, der Cleanstone geht weg. Da braucht man wieder Nachschub. Oh, ich habe keinen Bock zu buddeln. Aber naja, gehört zu Minecraft. Ich sehe gerade, die Kanten, also diese Ecken da sind... Oder? Nee, es sind auch 2. Warum wird das dann hier so eng? Habe ich da was falsch gemacht? Es ist unsymmetrisch. Das darf nicht unsymmetrisch sein. So muss es sein, aber... Warte mal. Nee, 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 das geht so nicht.
Okay, dann muss ich wahrscheinlich. Habe ich das falsch gebaut hier? 3, 3. Muss ich irgendwie falsch gebaut haben hier? Sonst wäre das nicht so unsymmetrisch. Das geht natürlich überhaupt nicht. Ups, Alter. Da werde ich ja gleich wieder pingelig hier. Anscheinend. Das heißt, an sich. Mal neu positionieren. Wie ist denn das hier? 1, 2, 3. Im Innenraum. Mache ich das hier schnell mal kaputt. Egal. Und hier ist. Ach so. Hier ist es 1, 2, 3, 4. Okay. Habe ich da was falsch gesetzt? Habe ich mich da verzählt beim Bauen? Das geht natürlich nicht. Also muss das hier nochmal weg, der Grundriss. Aber ja doch, da muss doch nochmal eine Ecke weg. Naja, kann man ja machen. Ist ja kein Problem. Ist ja Minecraft, kann man wieder abbauen. Kriegen wir auch gleich ein bisschen Cobblestone. Obwohl es uns, glaube ich, eher an Cleanstone mangelt, an als Cobblestone. An als. Ach, egal, Deutsch ist nicht wichtig. So. Ja, und ja, dann machen wir das kurz. Gut, es würde heißen hier. Und jetzt bauen wir hier wieder dran. 1, 2, 3, 4 im Innenraum. Hier 1, 2, 3, 4. Und dann müsste es ja an sich so hier, oder? Jetzt sind das aber 5. Mach mich nicht schwach. Oder war das hier richtig? Was sind denn. Da! Scheiß Mathematik. Ich weiß es gerade nicht. Komm, Impro. Improvisation ist hier angesagt. Auf egal. Komm. Wird einfach gemacht. Hier wird nicht diskutiert. Einfach probiert. Und wenn es nicht passt, dann wird das alles immer abgerissen. Wir haben ja die Zeit. Hoffe ich. Ja, es wird schon wieder Nacht. Time, Day. So, ist es. Okay, ich bin dumm. Aber das ist ja nichts Neues. Und zwar hat sich hieran ja gar nichts verändert jetzt. Ach Mensch, warum bin ich nur so dumm, ey? Ach, Entschuldigung, dass ich geboren bin, ey. Fuck. Nee, das stimmt ja jetzt. Soweit haben wir es ja gut hingekriegt, aber. Ist ja immer nur so, oh Gott, ich check den Fehler nicht gerade. Geometrie oder so, das ist nichts für mich. An sich müsste ich einfach hier nochmal. Nee, das ist ja schwachsinnig, dann. Oder? Nee, gar nicht. Warte mal. So, jetzt wäre es da wieder. Da wieder. Aber dann wäre der Turm ja viel zu breit. Oder? Nö. Ist wieder. Okay. Ja, okay, dann kommen, lass mal einfach da stehen. Fällt ja keinem auf. Und wenn wir Stein brauchen, können wir es dann im Nachhinein noch abbauen. Ich will jetzt aber nicht alles nochmal abbauen. Und hier ist das dann nochmal richtig. Es geht anscheinend nur jetzt um dieses Stück. Ey, Leute, echt vergibt mir. Ich bin dumm. Ja. Nee, das ist der Grundriss, den kann man lassen. Naja, bauen mit Chillen. Ich denke, ich werde später mal Architekt. Das ist genau der Beruf für mich. Bin ich wie für gemacht. So, und hier genauso. Grundriss. Hier nochmal. So. Genau. Jetzt sieht das auch einigermaßen so aus. Und dann kann man hier das nochmal fertig machen. Oh, letzter. Cleanstone Block mit P. Ne, eins noch drauf. So, dann haben wir es auch gleich. Oh Gott, ich hoffe, der Block reicht. Ach, wird schon. Das reicht schon. Nein, hoffe ich. 26, 25. Ja, es reicht gerade so. Gerade so reicht das. Gut, und jetzt Rest mit. Oh Gott, ist das fett. Ach Scheiße. Irgendwas mache ich hier falsch.
Oh, genau, reicht noch. Gut, warte mal. So muss es eigentlich. Komm, ich will nur mal kurz zur Übersicht. Ach nee, war richtig. Bitte hasst mich nicht. Ich bin doch auch nur ein nichtswissender Mensch, der einfach die Geometrie nicht verstanden hat. Irgendwie, es sieht aber größer aus, irgendwie dachte ich eben. Sieht so, oder? Ach, oder auch nicht. Oh Gott, ich bin. Jetzt sieht's so. Nee. Irgendwas ist da falsch. Das müssen zwei sein hier und nicht drei. Töten könnte ich mich. So. Ungefähr. Komm, Cobblestone. Aber dann ist es wieder hier so. Komm, wird halt ein hässlicher Turm. Komm. Egal, wird ein. Es wird ein. Es ist ein Individuum, der muss so sein. Das ist ja unglücklich. So, das stehen nennen wir den Krüppelturm. Kleben wir auch gleich noch ein Schild dran, damit auch jeder weiß, dass er ein Krüppel ist. Und dann. Ja. Ist halt ein bisschen übergewichtig, ich muss halt sagen. Achso, da unten ist ja gar keine Workbench. Sondern die habe ich am Inventar. So. Da hängen wir doch noch ein paar Dings dran. Ein Schild, wollte ich sagen. Geht auch so, ne? Ja. Gut. Das wird der Krüppeltower. Schreiben muss ich auch lernen, das ist auch so ein Ding. Krüppeltower und gut. Haben wir die Türme schon mal fertig? Jetzt kommt hier, denke ich mal, noch. Oh, ich falle hier mal rein. Aus entweder Clean oder Cobblestone. Sagt ihr das mal in den Kommentaren, das wäre die Zuschauerfrage. Soll ich aus Clean Stone oder aus Cobblestone die Mauer ziehen? Also sie wird nur ein bisschen hoch. Ich denke die Türme, also vielleicht bis hierhin oder so die Mauer. Soll ich die aus Clean oder aus Cobblestone machen? Das würde mich dann interessieren. Das wäre die Zuschauerfrage, die könntet ihr mir antworten. Und dann werde ich das im nächsten Let's Play so machen. Und dann werden wir hier so eine schöne Tür oder sowas reinbauen, wie wir das auch machen wollen. Das weiß ich noch nicht. Werden wir dann sehen. Ja, deswegen verabschiede ich mich erstmal und danke fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.